Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Dezember 2022. Energiereading. Ey, oder? Das Jahr ist gerannt wie verrückt und wir betreten hier den letzten Monat des Jahres, den Abschlussmonat. Vielleicht darfst du für dich mal hinschauen, welchen Abschluss du diesem Jahr geben möchtest, vielleicht auch mit einer Intention für das neue Jahr. Ziemlich spannend. Ich finde auch immer interessant, wie unterschiedlich die Botschaften sind, hier von Sternzeichen zu Sternzeichen, die hier bei mir ankommen. Ja, wenn du Sonne, Aszendent, Mond in der Jungfrau zu stehen hast, dann lass dich auf die Energien ein, dann erlaube dir selber auch bei dir anzukommen, tiefer zu schauen. Ich werde jetzt mit dem Orakel der sieben Energien mal eine Karte für dich ziehen, eine Hauptbotschaft, um dann mit dem guten Tarot mal über fünf Tarotkarten zu schauen, wo du gerade stehst, wo du herkommst, was du stärken darfst, was du loslassen darfst. Dieses Video wird zudem eine Fortsetzung haben. Klick einfach unten auf einen der Links in der Infobox. Du wirst direkt weitergeleitet. Ja, liebe Jungfrau, lass uns starten, lass uns schauen, lass uns hinspüren. Die Hauptenergie hier für Jungfrau. Welche Energie, welcher Impuls begleitet Jungfrau einer im Dezember? Eine Karte hätte ich gerne. Eine Karte bitte hier für Jungfrau. Eine, die und die tun wir wieder rein. So, weil das andere waren zwei und ich möchte eine. Wow, die hatte ich überhaupt noch nie gesehen hier in dem Deck. Super spannend. Ein kraftvoller Zug. Schachmatt. Gewinner, Sieger. Vielleicht auch die Chance, hier etwas zu öffnen. Deine Welt zu öffnen, dir Flügel zu verleihen. Ich bekomme immer wieder diesen Aspekt des Öffnens. Spannend finde ich die Nummer 15, also der Teufel. Es kann hier auch um Aspekte des Spielens gehen, des Spielens im ganz natürlichen Fluss. Super, also wirklich spielerisch mit den Dingen umzugehen. Es kann aber auch sein, da wir hier die 15 haben und die 15 ist im Tarot der Teufel, dass es hier um Strategien geht, um Süchte, Abhängigkeiten. Gerade wenn es um Spiel geht, kann eben da auch eine Form der Abhängigkeit entstehen. Und jetzt ist ein kraftvoller Zug notwendig, um vielleicht eine Situation zu verändern, um vielleicht das ganze Spiel zu verändern. Ein kraftvoller Zug verändert die Spielführung. Super spannend. Lass uns mal schauen, aus welcher Energie du kommst. Aus welcher Energie kommt Jungfrau? Die drei der Luft, die drei Schwerter. Die Verletzungen, Scham nehme ich hier ganz stark wahr, Schuldgefühle, sich nicht trauen, das Herz verschlossen halten, die Flügel hängen lassen, weil schau dir mal an hier diese Schachkönig, wie der da seine Flügel ausbreitet, der steht da, boff, ne? Und hier, du lässt so ein bisschen die Flügel hängen. Du lässt so ein bisschen, ja, die Flügel hängen. Vielleicht bist du hier noch ein Stück weit traurig.
Vielleicht ist dir dieser Herzschmerz, der sich hier zeigt, gerade bewusst geworden auf emotionaler Ebene. Aber das Ganze findet eben auch auf rationaler Ebene statt. Also du kannst das gut durchdenken und du kannst dir da unterschiedliche Züge ausdenken, mit denen du diesen Schmerz heilen kannst. Also es gibt da unterschiedliche Strategien, Wege, Möglichkeiten, mit denen du diesen Schmerz heilen kannst. Sehr spannend. Schmerz ist jetzt also einfach als Überbegriff. Du musst das nicht wortwörtlich nehmen. Es kann einfach auch ein Muster sein in dir, was du da oder was sich da immer wieder aktiviert, wenn es darum geht, wirklich kraftvolle neue Schritte zu setzen. Lass uns mal weiterschauen und zwar auf das, was du loslassen darfst. Was darf Jungfrau loslassen hier im Dezember? Was darf Jungfrau loslassen? Der Gehängte, den Stillstand. Der Gehängte sagt, ich hänge da jetzt drin in dieser Situation, ich kann da jetzt gar nichts machen, ich fühle mich handlungsunfähig, ich fühle da diesen Kummer und fühle mich echt handlungsunfähig. Ich weiß nicht, wie ich hier weitergehen soll. Da wir hier die Schachfiguren haben, habe ich hier auch so ein bisschen so, um in den Begriffen zu bleiben, eine Pattsituation, wo du gerade nicht weißt, wie das weitergehen soll. Ich habe das Gefühl, dass es darum geht, in Aktion zu kommen. Ein kraftvoller Zug bringt die Veränderung. Also und dein kraftvollster Zug, liebe Jungfrau, wäre erstmal diesen Stillstand auszuhalten und ihn dann aber aktiv zu nutzen und vorwärts zu gehen. Aber nicht in der Verletzung vorwärts zu gehen, sondern bewusst, vielleicht strategisch, vielleicht von deinem Herzen geführt, ganz neue Schritte zu gehen. Der Gehängte, der bringt eben auch den Aspekt mit, dass dir hier wirklich etwas in der Tiefe bewusst wird. Was darfst du stärken? Was darf Jungfrau hier stärken? Vom Gefühl her würde ich ja sagen, deinen Mut. Wir schauen mal. Oh, zwei. Die Patience, die Heilung. Das ist die Mäßigkeit. Du darfst still werden. Patience heißt auch Geduld. Bei dir ankommen. Vielleicht ist sogar der Gehängte hier der Schlüssel und du hast so das Gefühl, ich muss den loslassen, ich muss etwas tun, aber diese Ruhe gibt dir dennoch Kraft. Und die 10 Stäbe. Vielleicht fühlst du dich ausgebrannt. Vielleicht braucht es diese neue Taktung auf dein Herz. Denn schau dir das mal an hier, das fällt mir gerade auf. Wir haben hier auf dem Herzen ein Zifferblatt, eine Uhr. Vielleicht brauchst du diese neue Taktung für dich. Vielleicht eine ganz neue Struktur, die dich hier heilen lässt, die dich hier diese 10 Stäbe loslassen lässt. Hier geht es darum, loszulassen, freizugeben, alte Strukturen loszulassen. Und im Fall es sich hier um eine Sucht oder um eine Verstrickung handelt oder darum, dass du
einfach nur funktionierst, dann darfst du hier auch gerne 10 Zettelchen schreiben und da aufschreiben, was du loslassen möchtest. Ich glaube, das hängt ein Stück weit zusammen, dieses Loslassen und Stärken. Wenn du in dir in eine neue Balance kommst, dann fällt es dir leicht, die Wahrheit zu erkennen, und dann fällt es dir auch leicht, diese unterschiedlichen Züge, die dich hierher gebracht haben, zu erkennen. Sehr spannend. Was ist dein hilfreicher Impuls hier für Jungfrau? Welchen hilfreichen Impuls bekommen wir hier? Welchen hilfreichen Impuls? Ups! Wieder 2. Das Glücksrad. Das ist jetzt natürlich wieder so dieser Spielaspekt, ne? Also ein kraftvoller Zug, der die Veränderung bringt. Vielleicht geht es wirklich darum, mal selbst an deinem Glücksrad zu drehen. Das Ding ist, du darfst dir vorher bewusst werden, was da wichtig für dich ist. Und die 6 Stäbe, hier geht es auch auf zu neuen Ufern. Hier geht es darum, deinen Platz zu verteidigen. Hier geht es darum, ja, auf der einen Seite Gewinner zu sein. Die Frage ist nur, was glaubst du zu gewinnen? Wir haben sehr viel Feuerenergie hier auch liegen. Wenn es darum geht, beim Spiel zu gewinnen, kann sein, dass du dir da das ein oder andere Mal die Finger verbrennst. Ich glaube, es geht hier auf tieferer Ebene darum, in dir eine neue Balance zu finden und mutig neue Wege zu gehen. Die 6 der Stäbe, das ist auch die Karte des Mutes. Und mit diesem Segelschiff in See zu stechen, neue Wege zu gehen, das erfordert Mut. Und ein Segelschiff kannst du zwar gut navigieren, aber das Schicksal spielt da auch ein bisschen mit, sprich die Windverhältnisse, die Strömungen, die, ist jetzt wilder Seegang, ist jetzt Flaute, wie kommst du da voran? Also das ist nicht so strategisch auf den Punkt zu planen. Hier geht es um Vertrauen. Vielleicht darfst du auch dem Schicksalsrat vertrauen, meine liebe Jungfrau. Hier hat sich schon eine Karte umgedreht, ich wollte aber den Satz erst fertig sprechen. Und wir schauen jetzt hier mal auf die Hauptenergie für diesen Monat für dich. Und was mir einfach auch auffällt, du hast hier 3 große Arcana-Karten, auch das ist wieder energetisch auf 4 sehr kraftvoll. 4 große Arcana-Karten. Die Transformation, der Tod, 5 große Arcana-Karten und der Narr an der Unterseite. Hier geht es wirklich darum, etwas zu verinnerlichen und aus alten Mustern auszusteigen. Hier geht es um tiefe, tiefe, tiefe Transformation. Etwas Altes endet, damit etwas Neues anfangen darf. Und wenn ich jetzt so hinspüre, liebe Jungfrau, und ganz gleich, was hier ein kraftvoller Zug für dich ist, vielleicht liegt der einfach darin, am kraftvollsten das Alte loszulassen, um jetzt hier ja Neues aufzubauen. Denn der Narr sagt, du gehst ganz neue Wege, du darfst nochmal bei Null anfangen. Und ganz gleich, was dieses Jahr
oder dein Leben bisher an Herzschmerz gebracht hat, du darfst nochmal bei Null starten. Wie beim Monopoly. Ziehen Sie keine 1000 Euro ein, gehen Sie nicht über los, sondern direkt den nächsten Schritt, so in der Richtung. Ich glaube, du darfst hier ganz viel Revue passieren lassen, loslassen, bringt die Heilung und das Rad wird sich neu drehen und zwar in eine ganz neue Richtung für dich, liebe Jungfrau. Und ja, ich möchte jetzt gern in der Fortsetzung mal tiefer schauen, wo du hier stehst, wo du mutig sein darfst, wie sich dieser Herzschmerz zeigt, der Stillstand, die Heilung, Transformation, all die Dinge. Den Link dazu findest du wie immer, du kennst es, unten in der Infobox. Ich freue mich auf dich.